Sie haben also die Bombenbauerin samt Verbindung zur Ark gefunden? Nicht wirklich. Ach, Jensen. Wir haben die Bombenbauerin gefunden. Allison Stanek, eine Einheimische. Sie ist in Gewahrsam. Aber sie hat Dutzende weiterer Bomben gebaut, bevor wir sie verhaftet haben. Und die hat jetzt Viktor Matschenko. Der Mann aus Gotham City? Dann war es doch die Ark. Eine Splittergruppe. Ich sage Ihnen, Miller, hier läuft noch was ganz anderes. Stanek hat mir gesagt, dass Matschenko eine Basis in den Schweizer Alpen hat. Eine Forschungsanlage namens GARM. Klingt das für Sie wie etwas, das sich die Ark leisten kann? Ich kontaktiere MacCready. Er und einige Analysten sollen einen Plan ausarbeiten. Das dauert zu lange. Chicane und ich können hinfliegen und die Gegend checken, während Mac und sein Team Nachforschungen anstellen. Echt? Und das haben Sie sich alles in Ihrem Zahnradschädel überlegt? Ach, was soll's. Ich bin dabei. Reicht Ihr Benzin bis in die Schweiz? Für den Hinweg schon. Okay, dann los. Aber nur Aufklärung, kein Angriff. Sie kontaktieren mich, sobald Sie was haben. Ja, Sir. Das war bis jetzt gute Arbeit, Jensen. Vermasseln Sie es nicht. Verstanden. Miller wirft nicht gerne mit Komplimenten um sich, oder? Er kriegt Druck von oben. In Gollum gibt's wegen der Scheiße mit Rucker einen Aufstand. Ich bin sicher, er gibt Ihnen nicht die Schuld. Jedenfalls nicht mehr. Und was denken Sie? Dass das mit der Bombenbauerin gute Arbeit war. Wenn die Infos von ihr stimmen, ist Gollum City unser geringstes Problem. Lassen Sie uns rausfinden, wie tief wir drinstecken, okay? Alles bereit? Sie haben gesagt, durch Ihr Hinkebein bleiben Sie ehrlich. Ist eine interessante Sichtweise für eine Verwundung. Ihr Vorgeplänkel ist dünn wie Wassersuppe, Mann. Fragen Sie einfach. Ich bin nur neugierig. Jeder hat seine Geschichte. Nein, das ist es nicht. Eigentlich wollen Sie wissen, ob ich den Mann hasse, der mein Knie zerlegt hat. Ich verarsche Sie nur, Jensen. Sind Sie bereit? Und seine Entscheidung veränderte ihr Leben. Verurteilen Sie Beats deswegen nicht? Sie meinen, weil wir doch keine Kumpel sind, richtig? Naja, als ich Ihren Arsch aus Gollum rausgeholt habe, hatte ich ein Gefühl, das ich kaum noch kannte. Und da wir gerade so fröhlich sind, sollten wir nicht ein paar Meilen fliegen? Hey, wenn wir die Alpen erreichen, könnte es brenzlig werden. Sind Sie dafür bereit? Warum? Weil ich in den letzten Jahren nur Schrott geflogen habe? Das Schöne an uns Naturtalenten ist, dass wir niemals einrosten. Er kriegt Druck von oben. In Gollum gibt's wegen der Scheiße mit Rucker einen Aufstand. Ich bin sicher, er gibt nicht Ihnen die Schuld. Jedenfalls nicht mehr. Alles klar, aber fliegen Sie nicht ohne mich. Hören Sie mal, wir sind keine Freunde und ich kann ein echtes Arschloch sein, aber kein beschissenes Arschloch. Dass Sie sowas sagen, ist eine Beleidigung. So habe ich's nicht gemeint. Ich verarsche Sie nur, Jensen. Sind Sie bereit? Nicht ganz. Ich muss erst noch etwas erledigen. Sie wissen, wo ich bin.
Polizei ist mit den New Yorkie beschäftigt. Die wollen ihre Reise nach Frankfurt unvergesslich machen. Das ist so eigentlich. Hast du Hunger? Irgendwas Neues von Dominik? Ist er zur Vernunft gekommen? Nein, Frau Cardlake. Ich habe genug von diesem Master Cardlake. Mir gehört das Red Queen. Ich bin stolz darauf, alles Wichtige zu wissen, aber sie kenne ich nicht. Vielleicht bin ich nicht wichtig. Oh, bitte. Haben Sie in letzter Zeit mal in den Spiegel geschaut? Außerdem bin ich sehr neugierig. Eine Mutter muss das sein. Mama würde es nicht gefallen, dass ich an so einem Ort bin. Wirklich? Wieso denn nicht? Etwas Spaß schadet nie. Wenn Menschen verletzt werden, bekommen sie mehr mit mir zu tun, als ihnen lieb ist. Wenn sie so besorgt sind, halten sie ruhig nach Verfehlungen Ausschau. Ich sage immer, ein zahlender Gast ist auch sicher. Es sind nicht die Gäste, um die ich mir Sorgen mache. Das Red Queen ist ein Familienunternehmen. Mein Ältester steht hinter der Bar. Sein Bruder kümmert sich oben um die Sicherheit. Am Wochenende ist eine meiner Nichten hier. Agnieszka, als Mitternachtsattraktion. Familie geht hier über alles. Dieser Laden wird von den Dwellys geführt, richtig? Halb Prag wird von den Dwellys geführt. Meine Familie hat gottgegebene Führungsqualitäten. Und, naja, das arme Prag brauchte dringend Führung. Und was führen Sie genau? Diesen Club, wie man sieht. Und bestimmte Beziehungen. Operationen, die das Händchen einer Matriarchin erfordern. Und die Aktionen mancher Fremder, die zu viele Fragen stellen. Eine Drohung. Ich fühle mich geschmeichelt. Vorsicht, Metallmann. Sie gehören nicht hierher. Das höre ich öfter. Ich verstehe, dass Ihnen Ihre Familie sehr wichtig ist. Gilt das auch für einen gewissen Dominik? Ich wusste, dass Sie nicht wegen der Aussicht hier sind. Ich soll einen Gefallen zurückzahlen. Dieser Club ist mein Beichtstuhl. Leute flüstern mir etwas zu. Manchmal vergebe ich, manchmal nicht. Aktuell höre ich, dass einer der Dwellys sich mit mir versöhnen will. Wie altmodisch. Er hilft Ihnen, Sie helfen ihm? Ich nehme an, Dominik macht Ihnen irgendwie Ärger. Dominik hat schlechte Entscheidungen getroffen. Für sich selbst und für seine Familie. Es geht um die Tradition. Ich frage Sie, wie kriege ich einen jungen Hitzkopf am besten aus einem Umfeld heraus, in das er nicht gehört? Reden Sie mit ihm. Sagen Sie ihm, was nötig ist, bis er Ihren Standpunkt begreift. Ich würde Dominik gern auf einen Stuhl schnallen und dafür sorgen, dass er meinen Standpunkt begreift. Aber dazu muss ich ihn erst auf den Stuhl kriegen. Und wie lautet dann Ihr Plan? Mir sind die Hände gebunden. Politik. Sie hingegen sehen aus, als könnten Sie politische Bedenken umgehen. Sie könnten Dominik entführen. Ich will die Lage besser verstehen. Warum ist Dominik Ihr unser Problem? Manchmal brauchen die Dwellys eifriges junges Blut, das mit einer Knarre rumwedelt. Und manchmal brauchen sie Männer im Anzug, die verhandeln können. Zu welcher Sorte gehört er? Ich habe ein Arrangement für Dominik getroffen. Eine Frau, eine Wohnung, fernab von all dem hier, wo er nützlich für die Familie war. Aber er weiß es besser. Er denkt wie Radic Nikolatze. Ein getürmter Bräutigam. Sie wollen ihn verheiraten, er will am Tisch vom Boss sitzen. Und das passt Ihnen nicht, richtig? So ist es. Dominik ist für Radic entbehrlich.
Aber bei mir kann er die Herde mit einer fähigen Frau verstärken. Meine Herde. Okay, wo ist Dominik jetzt und was soll ich tun? Im Hotel Narikala. Ein alter Witz aus Georgien. Ein Versteck von Radic. Und wir können Radics Gastfreundschaft nicht verletzen. Und da komme ich ins Spiel. Schwer bewacht, nehme ich an. Mhm. Und Überwachungssysteme, Alarme, das ist der Junge. Ich schleiche also ins Gebäude, finde Dominik und sage ihm, er wird zu Hause erwartet. Nein. Sie gehen rein, legen Dominik lahm, schaffen ihn raus und stecken ihn in einen Lagerraum. Niemand darf davon was mitkriegen. Ich soll ihn bewusstlos durch ein Gebäude voll mit Radics Männern schleifen, ohne entdeckt zu werden? Das ist ein Witz, oder? Wo ich herkomme, ist die Brautentführung eine alte Tradition. Betrachten Sie es als Beitrag zur Emanzipation. Sie erkennen Dominik an seinem Tattoo. Bringen Sie nicht den Falschen. Willst du mit mir tanzen, Süßer? Ja, Tübe. Hau ab! Du kommst hier nicht rein. Reum Techno. Uyoboki dürfen hier nicht rein. Beim Knast. Luxusknast in Moskau. Die Scheiße auf seinen Beinen kommt nicht aus dem Knast. Radic hat das entschieden. Willst du kritisieren, wen er einstellt? Viel Glück. Angeber gibt's in meiner Heimat jede Menge. Du. Du weißt doch, wie's läuft. Was war das Ergebnis? Als beides.
reden? Echt jetzt? Ganz geknipst? Ich hab's dir gesagt. Versteckt sich bei den Technos und wird trotzdem erwischt. Ich sag dir, der trägt Ota. Weil Ota an die Spitze will. Und der Spitz, wenn ich das sehe, kommt es auch. Das ist unsere Chance. Ich gehe nicht zurück. Diese Hexe hat schon viele dieser Fangsehen arrangiert. Für die Familie? Ha, von wegen. Einzig und allein für sie. Ich gehe nirgendwo hin. Sie muss schon kommen und mich raus. Jetzt oder nie, Mann. Nimm die richtige Seite. Ja, klar. Mach's gut.
Katlik, ich habe Dominik abgeliefert. Niemand hat mich gesehen. Respekt, wie geht es ihm? Er ist noch bewusstlos und er verträgt bestimmt kein grelles Licht, wenn er zu sich kommt. Ich werde daran denken. Wir wollen, dass er so aufmerksam wie möglich ist. Damit ist unser Geschäft abgeschlossen.